Heute werden wir uns einmal gemeinsam die neue Hall of Hero angucken und ich muss sagen, ich bin tatsächlich positiv überrascht. Ich muss echt sagen, damit hätte ich glaube nicht gerechnet. Ich weiß gerade nicht meine Prediction damals von der, als die Kitsune kam, da hatte ich irgendeine Prediction gemacht, was als nächstes kommt. Ich weiß nicht, ob der dabei war, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich hätte eher gerechnet, dass Tosi zuerst kommt, anstatt er. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er kommt, sondern wenn einer von den Samurais kommt, tatsächlich zuerst Tosi dran wäre. Weil ich finde Tosi persönlich ein bisschen schlechter, wobei er, glaube ich, mal ein bisschen gebufft wurde. Aber ich glaube, alle wurden gebufft. Wir schauen ihn gleich auf jeden Fall einmal an. Und auf jeden Fall ein Monster, kann ich jetzt schon mal sagen, was man sich tatsächlich, so wie damals mit Isabel, tatsächlich bauen kann. Es ist kein schlechtes Monster. Es ist nicht einer der Monster, die wirklich schlecht sind von den, also von den Hall of Heroes. Mal ein Monster, was auf jeden Fall brauchbar wäre. Auch wenn man es eher ein bisschen als Toy sehen kann. Hier haben wir den guten. Sondern Siege. Also wie gesagt, wir schauen uns jetzt einmal die Skills genau an. Ich kann mal gucken. Also wir gucken mal, wie man ihn bauen könnte. Und wo er ein Satz brauchbar wäre. Gutes Deutsch. Aber okay, fangen wir mit dem ersten Skill an. Schwing. Genau, Samurais hatten wir 4 Skills. Wow, da geben die Artefakte mal wieder Sinn. Ja, die mit Crit Damage auf Slot 4. Krass. Schwing. Greift den Gegner mit einer flinken Schwertangriff an. Senkt mit 50% Chance die Verteidigung des Ziels für 2 Runden. Der Skill aktiviert mit 20% Chance das Schwert des höchsten Himmelswolfes und die Aktivierungschance erhöht sich zusätzlich um 10%, wenn du einen kritischen Treffer landest. Also, wir merken jetzt schon, Critrate ist sehr wichtig. Also scheint wichtig zu sein. Double Slash greift den Gegner mit 2 raschen Angriffen an und fügt ihm für 2 Runden kontinuierlichen Schaden zu. Der Skill aktiviert mit 30% Chance das Schwert des höchsten Himmelwolfs. Und da kommen wir zum Vergleich, das hier oben, by the way. Chance des Himmelwolfs und die Aktivierungschance erhöht sich zusätzlich um 20%, wenn du einen kritischen Treffer landest. Wir wissen wieder, Crit ist wichtig. Wer hätte das erwartet bei einem Angriffmonster? Okay, Dunkler Slash greift alle Feinde zweimal mit Energie oder der rahmenschwarzen Dunkelheit an. Jeder Angriff verursacht 25% mehr Schaden, wenn der Gegner unter Shadowed Effekte steht und 30% mehr Schaden, wenn der Attribut des Ziels Licht ist. Diese Fähigkeit hat eine Chance von 70%, das Schwert des höchsten Simmelswolfs zu aktivieren und die Aktivierungschance erhöht sich zusätzlich um 30%, wenn du einen kritischen Treffer landest. Also wir wissen auf jeden Fall, wenn er crittet, hat er hier zum Beispiel 100% Chance drauf. Also Crit ist wichtig. Und er macht ein bisschen mehr Schaden bei Lichtattributen. Bei Tosi ist es halt genau andersrum. Das ist das, was mal geändert wurde, unter anderem. Und Schwert des höchsten Himmelswolfs, worauf ja irgendwie alle Skills so ein bisschen basieren, ne? Greift alle Gegner mit einem geheimen Technik an, die einen großen Schaden zufügt und ignoriert alle vorteilhaften Effekte, welche den zugefügten Schaden reduzieren. Sprich Death Buff oder Schild, glaube ich sogar auch, weil das zählt ja auch. Ne? Also sowas halt zum Beispiel. Generiert ein Schild, das proportional zu deinem Level ist und hält eine Runde lang, wenn das Schwert des höchsten Himmelswolfs aktiviert ist. Das Problem bei dieser Attacke, oder warum, die jetzt zum Beispiel nicht so krass, also ist es ein gutes Monster, aber sagen wir jetzt nicht mega krass ist, ist zum Beispiel genau deswegen. Generiert ein Schild, das proportional zu deinem Level ist. Wäre das proportional zu deinem Schaden, so ein bisschen Daphnis-mäßig, wäre der richtig gut. Ja, und das ist das Problem. Das ist dasselbe Problem wie bei mit Belial. Ja, wenn er wiederkommt, der kriegt auch so einen läppischen Kackschild. Hätten die den gemacht anders, proportional zum Schaden oder zur HP oder sonst was, das wäre wesentlich attraktiver als das da. Ja, weil das ist eher, ja, also das Schild ist eher uninteressant, sagen wir mal so. Ja, es ist nicht schlecht, es ist immer nice to have, finde ich persönlich. Besser als nichts. Aber es gibt bessere Alternativen. Also, wir wissen auf jeden Fall, Siege ist ein Monster, was sehr auf Damage ausgebaut ist. Sprich, im besten Falle baut man ihn, sagen wir mal, Fatal oder Zorn. Mit einer sehr hohen Crit-Chance. Sprich, sagen wir mal, 100, am besten wäre 100%. Weil da weißt du, du wirst das hier auf jeden Fall aktivieren. Sprich, er hat nochmal krassen Schaden. Ja? So. Wir wissen also am besten, sag ich mal, Attack, Crit Damage, Attack. Ja, schön Damage kloppen. Ja, am besten Fatal oder Zorn, je nachdem, was man hat. Fatal und Zorn, die nehmen sich theoretisch gesehen nicht viel. Wenn man viele gute Fatal-Runen hat, können sogar Fatal besser sein als Zorn. Deswegen ist es halt so, in der Theorie, es nimmt sich nicht viel. Je nachdem, was man hat, ist das besser. Am besten Falle, eine hohe Crit-Rate, wie gesagt, das ist wichtig. So, wo kann man ihn einsetzen? Also, man kann ihn
Ich schätze mal, BK und so kann da ganz lustig sein. Ja, da kann er bestimmt einen guten Damage rausholen, wenn man bestimmte Teams benutzt mit ihm. Ja, dass er am besten überlebt. Aber sagen wir mal Galeone, Siege und irgendwas, was so ein bisschen supporterlastig ist. Sagen wir mal Triana oder so. Ja, das könnte schon guten Damage raushauen. Und eventuell sogar eine Death in Forster-Bereich jetzt. Eventuell sogar direkt One-Shotten. Wo man ihn aber auch tatsächlich benutzen könnte. Ja, das ist dasselbe wie mit Tozi. Bei Tozi könnte man ihn auch benutzen. Und das wäre, oder hier der Wind-Samurai, den könnte man da auch benutzen, wäre in einer Cleave-Kombo. Ich hatte mal probiert, es mit Tozi zu machen. Es hat auch relativ gut funktioniert tatsächlich. Deswegen, es ist machbar. Vor allem, wenn der Gegner zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt gute Lichtmonster hat, jetzt bei ihm, jetzt sagen wir mal ein Jundev mit Arta oder sowas, ja. Da ist das zum Beispiel ganz interessant, dadurch, dass er halt 30% mehr Schaden an Licht macht. Bei Tozi ist es halt zum Beispiel andersrum, da wird er dunkel. Dunkelmonster hast du in der Death weniger. Licht ist da eher vertreten, so vom Gefühl her, sage ich mal. Und da ist das so, ist mit... Also ich finde Siege interessanter als Tozi, deswegen bin ich auch so überrascht, tatsächlich. Ist es machbar, ihn in der Cleave zu spielen? Ich finde, es gibt bessere Alternativen, wenn man sie hat. Deswegen bin ich da eher so, ja, kann man, wenn man nichts Besseres hat. Und wenn man gute Runen hat, da kann er bestimmt gut cleaven mit einem Pan oder so zusammen. Oder mit einem Zyros oder sowas, ja. Sagen wir mal, Zyros, Galeone, Tiana und dann er. Das kann bestimmt sehr gut funktionieren. Ja, deswegen. Oder kann man sehr gut in der Cleave benutzen. Und ich schätze, das sind auch so die einzigen Einsatzbereiche. Ich glaube nicht, dass wenn ihr zum Beispiel einen Punisher sieht, weil Punisher ist ja auch Licht, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich nicht. Also vielleicht für einen Wave-Clear ganz interessant, aber ich denke, da ist auch wieder so, gibt bessere Alternativen. Und deswegen denke ich, wenn man ihn hat und wenn man ihn spielen möchte jetzt nach der Hall of Hero, wird man, also man kann daraus halt, wie gesagt, eine Cleave bauen oder im BK. Aber dann auch eher in der Offense als in der Def, versteht sich, ne? Oder halt generell für Offense, auch Arena, GK und so. Da kann man das wahrscheinlich auch, kann man bestimmt auch ein Team bauen, wo er guten Schaden machen könnte gegen bestimmte Devs. Deswegen ist ein interessantes Monster, ist gut, ist mal eine gute Hall of Hero, sagen wir es mal so. Es ist eine gute Hall of Hero, die man auf jeden Fall, mit dem man auf jeden Fall was anfangen kann. Deswegen, ja, die hatten echt nicht mehr viel Auswahl, ne? Farmt ihn euch, so, farmt ihn euch. Es ist nicht schlecht. Es ist kein schlechtes Monster. Kann man mit Isabel vergleichen, wie gesagt. Es ist kein schlechtes Monster. Hatten wir schon? Bering? Nicht Bering, aber Schubel? Hatten wir, glaube ich, auch, oder? Weiß ich nicht. Sie wird nicht kommen. Sie hatten wir schon. Libli wird nicht kommen. Luna, glaube ich nicht, dass sie kommt. Er könnte mal kommen. Sie kann nicht kommen, genau. Hatten wir schon. Glaube ich weniger. Also er ist ein bisschen besser als Siege, finde ich. Faye wird auf jeden Fall nicht kommen. Corona hatten wir schon. Beziehungsweise immer noch. Haha, ich glaube, denselben Witz habe ich das letzte Mal schon gegeben. Bering hatten wir schon. Ihn hatten wir. Fregatte Beta wird never kommen. Hatten wir schon. Also hier die. Isabel hatten wir. Karl hatten wir. Amduat wird never kommen. Ihn hatten wir schon. Und er kann nicht kommen. Sie würde ich sagen, hätte noch Potenzial gehabt, dass sie kommt. Genau. Und sie, genau. Sie wird safe nicht kommen und er wird safe nicht kommen. Der wäre auch noch sehr interessant. Also hier die zwei, also der Sniper, der Gargoyle, hier die Dryade und Belita plus halt hier oben. Wern hatten wir hier nicht. Hier. Ich glaube, das sind so die Monster, die ich predicted hatte. Ich glaube, ja. Ist ja nicht gekommen. Sie könnte auch Potenzial haben später. Also nicht jetzt sofort, aber später. So, gehen wir mal auf die Licht-Prediction ein, die ja dann das nächste Mal irgendwann wieder kommen wird. Also ich wäre positiv überrascht, wenn sie kommen wird, was ich aber, glaube ich, nicht denke. Kitsune hatten wir. Beziehungsweise ich habe sie gefarmt, aber sie ist, ich habe sie noch nicht beschworen. Den hatten wir. Mihail ist ein gutes Monster, aber ist, glaube ich, so ein bisschen outdated. Könnte sein. Ich würde nicht sagen, ja, auf jeden Fall. Ist eher so, ja, kann sein. Aber nicht so, ja, doch, ist sehr nah dran. Eher so, Mittelding. Hatten wir schon, Aria? Ihn hatten wir auch schon, glaube ich. Ja, doch. Jin hatten wir schon. Sie hatten wir schon. Ihn hatten wir schon. Eluja, Iona.
ist dasselbe wie mit Michael. Kann kommen, ist ein bisschen outdated, glaube ich aber nicht dran. Sie weniger? Also ich glaube, sie kann gar nicht kommen. War da nicht irgendwas? Ich weiß nicht, dass die mit den... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie hatten wir schon. Hatten wir schon, glaube ich, Konrad. Haflas wird nicht kommen. Tozy, wie gesagt, ja, aber kann jetzt nicht kommen. Deswegen, der wird nicht kommen. Hatten wir schon. Dover, wäre geil. Wäre mega geil. Aber glaube ich nicht dran. Huadam, auf keinen Fall. Ja, potenziell ist da, aber ich glaube, es ist zu knapp von dem Dark Barbar. Also ich glaube, der kann nicht kommen. Weil Dark Barbar hatten wir jetzt davor, glaube ich. Deswegen, der kann, glaube ich, nicht kommen. Aber potenziell mäßig, ja. Hatten wir schon. Ja, Molly, ne? Nach dem Buff würde ich sagen, nein. Weil die sehr geil ist, jetzt nach dem Buff. Aber auf einer Seite denke ich immer noch, ja, kann kommen. Muss ich sagen. Iris wäre mega nice. Glaube ich aber nicht dran. Wie hieß die? Natalie hatten wir schon. Lukas, ja. Aber ich glaube, nee, ist noch kein Hall of Hero. Ja, potenzielle sehr hoch, ja. Auf keinen Fall. Nach dem Buff, auf keinen Fall mehr. Ne, Illyana, never. Never Hall of Hero nach dem Buff. Amana selber, never. Hatten wir, glaube ich, schon. Haag, also Dover. Potenziell mäßig würde ich sagen, ja. Aber auch auf einer Seite eher nein. Also von der Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, wenn 10 ja auf jeden Fall ist, eher so 3. Ja, eher so 3, eher weniger. Tablo dasselbe. Ja, hatten wir schon, genau. Bailey kann kommen, ja, aber würde ich nicht unbedingt drauf wetten. Sie, oh ja, Potenzial ist da. Ja, der auf jeden Fall, der ist, naja. Er, theoretisch würde ich sagen, nein. Also ich würde sagen, von dieser Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, so eine 7. Potenzial ist da, aber eher weniger. Sie hingegen schon eher. Die kann wirklich kommen. Pinaka, ja, kann kommen. Und sie ist noch zu frisch. Wird erstmal nicht kommen, aber potenziell ist da. Also ich schätze mal, ich sage so Top 3 von denen, die als nächstes, also wo ich schätze, Licht, Hall of Hero, welche kommen wird. Lukas. Lukas. Er hier. Und ich bleib beim Gargoyle. Also einer von denen. Also entweder Gargoyle, hier der Riesenkrieger oder hier Dings. Lukas. Ich schätze so von 1 am ehesten und 3 am wenigsten. Ich würde sagen, er ist bei mir auf Platz 1, dann Lukas und dann der Gargoyle. Weil Gargoyle ist noch relativ frisch, da bin ich mir nicht sicher. Aber er, ja, da kann auf jeden Fall kommen. Also ich schätze, dass, also die Licht Hall of Hero wird wieder nicht so geil. Davon gehe ich aus. Und wenn doch, bin ich positiv überrascht. Aber gut, ich bin durch. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch den farmt und ob ihr euch den auch baut. Würde mich echt interessieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.